Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Pop-Up-Ablaufgarnitur richtig bei seinem Waschbecken einbauen kann und das egal, ob man zum Beispiel einen Überlauf hat oder nicht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da fast jede Ablaufgarnitur eigentlich ein Standardmaß hat, können wir auch schon unseren Siphon normalerweise ganz einfach abmachen, indem wir hier unten drunter diese Überwurfmutter mal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wichtig hierbei, betrachtet man das Gewinde von unten. Und wenn dieses ab ist, sollten wir natürlich auch noch schauen, dass wir unsere Dichtung jetzt abmachen und diese auf gar keinen Fall verlieren. Als nächstes müssen wir unsere Zugstange lösen bzw. entfernen. Hierfür einfach mal normalerweise mit einem Kreuzschraubendreher in diese Schraube hier hinten reingehen. Dann das Ganze gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und dann, wenn es auch schon etwas lockerer ist, können wir schauen, dass wir unsere Zugstange einfach einmal hier herausnehmen. Nun geht es darum, dass wir mal unsere Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn lösen. Da muss man wirklich etwas Kraft aufwenden und dann können wir es nämlich auch schon ganz einfach abmachen. In meinem Fall ging das Ganze relativ leicht. Wenn es bei dir daheim wirklich schwerer geht, was natürlich bei alten Modellen der Fall sein kann, dann können wir uns entweder mit einer Wasserpumpenzange noch behelfen, dass wir hier unten einfach einmal sauber ansetzen, da das Ganze normalerweise eh weggeschmissen wird. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir hier hinten unsere Stange einmal abdrehen und zum Beispiel eine Harnverlängerung drauf machen. Dann hat man auch nochmal einen größeren Hebel. Und auch wenn das nicht helfen sollte, dann gibt es noch die brachiale Methode, und zwar einfach mal eine Säge bzw. ein Sägeblatt nehmen und hier oben das Ganze bei der Gummidichtung durchschneiden, denn dann muss ich natürlich auch das untere Teil auf jeden Fall lösen. Bei mir konntest du sehen, das Ganze ging doch relativ einfach und jetzt können wir mal das untere Teil nämlich einfach abmachen und das obere Teil geben wir mal schon nach oben durch unser Waschbecken hindurch und wir können dann auch mal einen Lappen zur Hand nehmen und von hier unten das Ganze auch schon ordentlich sauber machen. Als nächstes können wir uns mal unsere neue Ablaufgarnitur genauer anschauen. In meinem Fall habe ich ja ein Bauteil mit einem Überlauf, was man hier bei mir am Waschbecken relativ gut erkennen kann. Und der einzige Unterschied zu einem Bauteil ohne Überlauf ist eigentlich der, dass dieses Loch hier, also das sind zwei Stück drinnen, anschließend auch in etwa in diese Richtung zu meinem Überlauf hinschauen sollte. Dann funktioniert das Ganze eigentlich wie bei dem Modell auch ohne Überlauf. Und jetzt sollten wir das Ganze einfach mal auseinanderschrauben. Dann können wir auch schon relativ gut erkennen, wir haben jetzt ein unteres Bauteil mit einer entsprechenden Dichtung und auch ein oberes Bauteil mit der Dichtung dran. Und dieses obere Bauteil, das gebe ich jetzt einfach mal durch mein Waschbecken hindurch. Beim unteren Bauteil müssen wir auf jeden Fall darauf achten, wie rum die Dichtung jetzt richtig drauf kommt. Bei mir war das Ganze ja schon zusammengebaut und im Notfall sollte man auf jeden Fall mal noch in der Bedienungsanleitung nachschauen. Wenn es aber passt, dann einmal mit der anderen Hand hier oben das obere Bauteil festhalten und wir können jetzt nämlich auch schon dementsprechend erst die Dichtung von unten drauf geben und dann mit dem anderen Bauteil das Ganze schon handfest im Uhrzeigersinn draufschrauben. Bei mir schaut es schon relativ gut aus und es ist übrigens auch wichtig, dass das Ganze natürlich schön mittig sitzt und nicht irgendwie so quer, denn dann wird es auf jeden Fall nicht dicht werden. Danach kommt es einfach auf das Modell drauf an. Ab und zu sind sogar spezielle Steckschlüssel mit dabei, die kann man dann von unten in dieses Bauteil reingeben und dementsprechend noch fester anziehen, dass es natürlich auch sicher dicht ist. Bei mir habe ich hier oben jetzt aber so einen schönen Bereich, da kann ich super mit einer Armaturenzange bzw. einem passenden Gabelschlüssel einmal ansetzen und das Ganze einfach noch etwas fester anzieht. Wichtig ist, hier gilt natürlich auch, nachfest kommt ab. Unseren Siphon dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, deswegen einfach mal noch die Dichtung reingeben und dann die Überwurfmutter auch schon an unserer Ablaufgarnitur mal anziehen. Das sollte natürlich auch per Hand relativ gut gehen und handfest reicht normalerweise auch vollkommen aus. Als nächstes schließe ich den Abfluss, indem ich einfach mal da drauf drücke, lasse danach das Waschbecken komplett mit Wasser volllaufen, öffne meinen Abfluss anschließend, aber lasse das Wasser trotzdem noch weiterlaufen. Und wir können zum Schluss auch schon unseren kompletten Ablauf mal mit den Fingern noch überprüfen, ob es irgendwo undicht ist. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch schon eine Pop-Up-Ablaufgarnitur richtig montiert haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine neue Ablaufgarnitur, egal ob mit oder auch ohne Überlauf, beziehungsweise auch gleich eine Wasserpumpenzange oder eine Armaturenzange zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern.
Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.